Sex macht Spaß. Ist klar. Sex macht Mühe. Wieso das denn? Stellen Sie sich vor, Sie wären eine Pflanze und hätten Lust auf Sex. Ja, aber Blümchensex ist nicht so einfach. Dazu müssten Sie zuerst bunte, duftende Blüten bilden und die dann auch noch mit Nektar füllen. Nur so können Sie die Bienen anlocken, die kleinen geflügelten Bestäubungshelfer, und die dann auch vernünftig entlohnen. Wozu aber der ganze Aufwand? Es ginge doch auch ohne Sex. Wir könnten uns teilen, wie die Bakterien, oder Ableger bilden, wie es manche Pflanzen machen. Also wozu? Sexualität ist zum Beispiel sehr praktisch bei Umweltänderungen. Durch die Gendurchmischung entstehen ganz viele neue Kombinationen und diese erhöhen unsere Überlebenschancen. Ohne Sexualität hätten wir ein ganz anderes Schönheitsempfinden. Die Schönheit von Menschen ist für uns vor allem Parasitenfreiheit. Ein wurm- und läusefreier Urzeitmensch war damals so schick wie ein gepflegter Anzugtyp heute. Unser Schönheitsempfinden lässt uns Dinge lieben, die eigentlich unnütz für Aufwand machen. Aber ohne Sexualität hätte die Menschheit niemals diese große Kunst- und Kulturvielfalt hervorgebracht, die uns prägt. Bei der Sexualität müssen sich nicht immer zwangsläufig Männchen und Weibchen miteinander beschäftigen. Homosexualität ist auch im Tierreich weit verbreitet. Wir können unsere Sexualität nur dann wirklich gut verstehen, wenn wir auch die Sexualität unserer nächsten Verwandten, der Menschenaffen, betrachten. Denn in jedem von uns steckt ein bisschen Gorilla, ein bisschen Schimpanse und auch ein bisschen Bonobo. Wozu muss man das alles wissen? Wir denken, wer unsere Evolutionsgeschichte kennt, versteht seine Sexualität besser. Und hat vielleicht auch besseren Sex. Viel Spaß beim Lesen.